Applaus für die Newcomer-Band Nummer 2, Painting Roses. Alles klar, ich verstehe, weil am Wald ist in the house. Ja, seit 3 Jahren machen sie gemeinsam Mucke. Sie bewegen sich so im Metal-Heavy-Bereich. Also unser Bandname, Painting Roses, den habe ich mir damals ausgedacht. Aber der heißt nicht bemalte Rosen, sondern den schreibt man mit dem Apostroph. Und das Pain, das heißt der Schmerz, Tain kommt aus dem Chinesischen und heißt schreiend. Und Roses heißt Rosen. Super, super! In unseren Songs geht es hauptsächlich um das, was uns gerade durch den Kopf geht. Fantasy-Texte und oder über das Leben, über Gewalt, gegen Gewalt, Antidrogen, Antirassismus und so. Also sie hört zum Beispiel Hypocrisy, Marco und ich hören so Metal, Power Metal. Stefan hört Drum and Bass und Elektro und alles Mögliche bis Punk. Wir haben schon so unseren eigenen Stil. Nicht das, weil wir eben verschiedene Musik hören. Alles, was wir im Prinzip hören, ist irgendwie Einfluss auf uns. Wie hat dir die Performance gefallen, Ian? Ich fand es verdammt cool, wie das Mädel hier die Slayer-Riffs abgefeuert hat. Und dass man solche Musik auch mal eine Frau vorne ist, also. Don't stop to run! Stop to run! He's so behind you! And he is gonna kill you! Don't turn around! Look in front of you! Walk and see him, walk and see him! Danke, München! Wir haben uns schon vorgestellt, so an größeren Festivals aufzutreten, Rockhard Festival oder sowas. Berühmt werden wäre schon cool. Listen carefully to the words, look. How they're all dancing in the moonlight. Dumble through the singing, the happiness. Take a pollution. Wenn man selber gern sehr viel Musik hört, dann will man auch selber Musik machen und dann auf einer Bühne zu stehen und Leute zu sehen, denen das gefällt, was man selbst macht, das ist eigentlich wie ein Traum. Und es dann live vor Leuten spielen zu können, das ist im Prinzip das eigentliche Ziel.